kommst immer wieder her, weil ich so charmant bin, stimmt's? Seeplanetisators zu kommen, wäre doch auch viel einfacher gegangen. Schade, dass der Besuch nur kurz sein wird. Na toll, noch mehr von dem. Da kommt der neue Typ vom Kampfbot. Das waren bestimmt noch nicht alle von denen. Achtung, Angriffstrupp 7. Ach, wusstet ihr nicht, dass ich, euer Boss, eine Kamera im Außenraum auf der Kreisbahn habe? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet gemütlich herumsitzen und Karten spielen, während die anderen Jagd auf Ratchet und Clank machen? Los jetzt, bevor ich euch persönlich ins All katapultiere! Mr. Zorkon will vernichten. Mr. Zorkon ist gelangweilt. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Dietrich-Terminal.
Okay, die Tür ist offen. Ratchet, hast du Captain Quark gefunden? Noch nicht. Das geht ihm offensichtlich gut. Such weiter. Er muss irgendwo auf dem Schiff sein. Deplanetisator-Abschusskoordinaten erfasst. Ziel Novalis. Sektor 4. Alle Einheiten. Zugriff und umgehen. Reise eliminieren. Da kommen noch mehr. Von Novalis stammt? Besser geht's nicht. Ich bekomme nicht nur einen Einkarplaneten für Neu-Quartu, ich darf auch die Heimat eines Schutztruppenmitglieds zerstören. Wie cool ist das denn? Schaltet ihn aus! Mr. Zukon will vernichten. Du bist eine Krankheit. Keine Munition mehr. Ratchet, wie läuft es bei dir? Jede Menge Widerstand, aber ich komme klar. Ihr habt es also in mein Büro geschafft. Schön für euch. Aber euer kleines Abenteuer wird schon bald vorbei sein. Mr. Zukon braucht keine Bones. Er bezahlt mit Schmerzen.
Ich baue uns eine neue Heimat und dann noch eine und noch eine. Kannst du dir das vorstellen? Dutzende Blagplaneten, nicht von der Natur gemacht, sondern von meiner Firma. Wir werden ein Imperium aus den kaputten Planeten eurer Galaxie erschaffen. Ich fürchte, das wird viele eurer Bürger die Heimat kosten oder, naja, das Leben. Aber Opfer sind unvermeidlich. Mann, hält Drake auch mal den Mund? Das müssen die Planeten sein, die Drake zerstören will. Das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Sicherheitslaser werden dich davon abhalten, weiter vorzudringen. Oh, hey, Sicherheitslasertyp, du hast doch gesagt, du hast dein Bestes gegeben. Geh zur Personalabteilung und hol dir deine... Aus! Und bringt mir die Blechbüchse! Ich recycle das Ding zu etwas Nützlichem. Einem Tacker oder einem von diesen Geräuschgeräten, die beim Einschlafen helfen. Planetisator-Energie bei 95%. Na los, wir sind fast bei der Brücke. Du wagst es, den Fick mal weh zu tun? Mr. Zurkon, bist du der Position voll? Zum Sternknacker-Terminal. Halt den Mikrofon auf! Oh, oh je, yeah. Ganz schön viele Panzer. Im Kampf gegen Mr. Zurkon bist du ein... Flieh vor Mr. Zurkon. Der Planetisator ist vollgeladen und feuerbereit. Befehle des Vorsitzenden Drake werden erwartet. Ratchet, du musst ihn lahmlegen! Er darf nicht zum Sternknacker-Terminal gelangen. Den Sternknackerraum betreten und den Deplanetisator lahmlegen.
Oje, keine Munition mehr. Bravo, mein Junge. Bravo. Ich habe es tagtäglich mit Schwachköpfen zu tun. Aber das ist echt die absolute Krönung. Ich hatte nie einen richtigen Planeten. Meine prägenden Jahre verbrachte ich unter der Erde. Da war es dunkel und nass. Und heiß. Und ich so, kämpfe? Nein, ich sagte, ich habe Ängste. Jede Menge Alltagsängste. Ich, yo, hey! Quark? Das ist peinlich. Ich will, dass er sein Versagen mit ansieht. Deplanetisierung starten! So, hier ist der Ausweis. Willkommen an Bord. Captain? Hä? Oh, ja. Danke. Die Novalianer konnten rechtzeitig evakuiert werden, aber Milliarden verloren ihr Zuhause. Du hast Drake geholfen, einen Planeten zu zerstören, weil du neidisch auf Ratchet warst? Das ist eiskalt. Sogar für mich. Nicht mein coolster Augenblick, okay? Ich war verwirrt. Ich dachte, ich tue das Beste für die Galaxie. Hey, du hast das Beste für dich getan. Dich hat niemand gefragt, Solitary Bill. Was geschah dann? Im Holofilm trieb Ratchet quer durchs ganze All und zwar wochenlang, bis er einen Schwerkraftantrieb zusammenbasteln konnte. Aus einem alten Funkgerät und einer Banane. Das ist nie passiert. In Wirklichkeit ging er einfach nach Hause. Infolge der Zerstörung von Novalis und Captain Quarks schockierendem Verrat hat Galaxiepräsident Phyronix eine galaxieweite Warnung an alle Bürger Solanas ausgegeben. Ich gehe nicht zurück, Clank. Hier gehöre ich hin. Du hattest recht. Ruhm wird überbewertet. Vor allem, wenn man für ein totales Desaster berühmt ist. Es war kein totales Desaster. Die Behörden sprechen von einem schlimmen, totalen Desaster. Die Evakuierung von Novalis war doch ein Erfolg. Niemand ist umgekommen oder wurde verletzt. Diese Leute haben ihr Zuhause verloren. Und dafür muss ich die volle Verantwortung übernehmen. Sich selbst die Schuld zu geben und die Verantwortung zu übernehmen, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wenn du Verantwortung übernehmen willst, wirst du nächstes Mal versuchen, alles richtig zu machen. Nächstes Mal? Drake hat noch ein weiteres Ziel auf seiner Liste. Da Captain Quark jetzt für die Bösen arbeitet, brauchen die Schutztruppen dich mehr denn je. Und ich würde dir dabei sehr gerne helfen, so gut ich nur kann. Partner. Tja, Partner, hilfst du mir, meinen Protoanzug zu finden? Schön, dass du zurück bist, Ratchet. Danke, Ilaris. Was gibt's Neues? Ich habe Nefarios Akten von Drake Industries entschlüsselt. Sieht übel aus. Sein nächstes Ziel ist Umbriss. Der Kern von Umbriss besteht aus reinem Tetragen.
ihn zu sprengen wäre katastrophal. Laut dem Himmelskalender von Solana gibt es heute Nacht eine Konjunktion aller Planeten im System. Wenn Umbriss zerstört wird, reißt er das gesamte System mit. Dr. Nefarius hat Drake einfach nur benutzt. Er will das System vor den Augen der Schutztruppen zerstören. Ich habe einen Plan, um den Deplanetisator zu zerstören, aber diesmal müssen wir heimlicher vorgehen. Ich brauche zuerst ein paar Dinge. Begib dich zum Gadgetron-Hauptquartier auf Kalebo 3, dann schicke ich weitere Anweisungen.